It was quite interesting to see it because it's quite embarrassing, of course. But on the other side, of course, it's also rewarding. When this movie was on the festival, I really thought this is a great, great movie, and it had to be awarded immediately. That's what I thought. And I remember quite well the ceremony when the awards were given. And you know all these meaningful descriptions of the films that come. And in every single description, I definitely saw my film, and I was wondering why they would mention another film. It was always the wrong one. And this was my very first experience with that film. Aber das Wichtigste war eben, dass ich dieses Ding dann gemacht hatte an der Hochschule und an der Hochschule auch jemanden hatte, der mich in dem unterstützt hat, so abwegig oder merkwürdig es vielleicht aussieht, dieses Ergebnis. Das heißt, es war einfach für mich nach oben offen, weil ich nach oben offen war. Und das war das, was mir die Hochschule gegeben hat. Aber es war auch klar, ich war mit diesem Ding natürlich auf eine gewisse Weise wieder gescheitert, weil ich natürlich einen Sprung machen wollte und den nur sehr bedingt machen konnte. Und das Wichtigste, was ich daraus zog, war, mich wieder zurückzunehmen und neu zu beginnen. Und ich habe nach diesem Film begonnen, an meinem Abschlussfilm schon zu schreiben, an Hierankel. Also dieser Film war eine ganz große Erfahrung für mich. Und dann wusste ich, ich würde gern sofort die lange Form machen und habe dann angefangen, das Skript zu meinem ersten Feature-Film zu schreiben. Und jetzt würde ich Ihnen gerne zu diesem Programm oder überhaupt zu Filmhochschulen was sagen. Ich selber habe ja größte Zweifel an der Existenzberechtigung von Filmhochschulen, weil sie meines Erachtens nur sehr wenigen Personen nützen. Ich glaube, dass es wesentlich stärker ist, wenn man einen Weg geht ohne Filmhochschule. In meinem speziellen Fall war es unglaublich gut, weil es für mich eine Art Aufwertung war, eine Art Bestätigung für etwas, was ich nicht mehr hatte. Aber in sehr vielen Fällen, das habe ich in meiner Klasse bemerkt, ist es einfach so, dass die Leute nicht über den Punkt hinauskamen zu sagen, ich bin schon an der Filmhochschule angekommen, ich bin schon selektiert worden, mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Und das war für viele Menschen in meiner Klasse ein Schließen, ein schon eigentlich sich wieder abdeckeln von dem, was kommen kann. Ich habe, oder die Jury würde ich sagen, wir haben, oder das ist eigentlich meine Privatmeinung von dem, was ich jetzt gesehen habe. Es gibt drei Kategorien an Filmen, die man hier sehen kann. Die erste Kategorie sind Filme, die ziemlich gelungen sind, sehr gelungen sind, und wo man sich stark fragt, woher nehmen diese Leute eigentlich das Potenzial oder die Tiefe her, um das zu erzählen, an diesem Punkt. Das ist die erste Kategorie. Der zweite Teil von Filmen, das sind Filme, die große Mängel aufweisen, sehr große Mängel zum Teil, soweit ich das beurteilen kann oder darf, und wo man aber in diesen wahnsinnigen Mängeln etwas spürt, was so eigen ist, dass man sofort glaubt, dass sich da was entwickeln kann. Aber um ganz klar zu sein, wir sprechen von der ersten Kategorie von 8% der Filme. Und diese zweite Kategorie machen nochmal 20%, 15-20% aus. Und jetzt, bitte, Sie müssen mir dann darauf antworten, weil ich finde es natürlich total hart, solche Sachen auszudrücken. Es gibt aber eben auch eine Vielzahl von Filmen, und das ist diese dritte Kategorie, die mischen sich aus gut gemacht, aber man hat das Gefühl, sie sind schon jetzt eigentlich nur tot, da ist nichts drin, nichts Eigenständiges, keine Kraft, kein Mut, keine Eier manchmal. Und es gibt Filme, die sind natürlich schlecht gemacht und es wird nichts ausgedrückt. Und man hat bei manchen dieser Filme das Gefühl, es wäre unheimlich gut, wenn man diesen Leuten gegenübertreten könnte und mit ihnen drüber reden und die dann vielleicht einen Weg finden zu sagen, ich bin das nicht und ich kann das auch unter keinen Umständen sein.
Oder sie müssen wirklich einen 180-Grad-Change einfach machen. Das ist schon das Gefühl. Weil es ist doch sonnenklar, dass diese ganzen Filmhochschulen dieser Welt so viele Regisseure ausbilden für Filme, die können wir alle gar nicht zusammen anschauen. Das ist wirklich, glaube ich, eine Tatsache, der man sich stellen muss. Just to point this out again, I don't want to be arrogant or something like that. Really, I experienced a lot and it's the first time I'm doing such a huge job in a jury. It's not meant to be arrogant, but it is like this. You see those films and you think it's very bad they've chosen it, because you won't make any program with choosing a film like this, because you won't get the critics. Only the films that are being awarded, they get a remark and so on. But like many of the other films, they don't. And this is a problem for me. And ich gehe jetzt nochmal aufs Deutsche. Ich glaube, es wäre so wichtig, dass die Filmhochschulen, wenn sie sich schon trauen, dass sie behaupten, sie könnten Menschen lernen, Filme zu machen, was ich stark bezweifle, dann müssen sie aber wirklich so einen Soft-Faktor einbauen, der eben vom Scheitern berichtet. Weil was wir auch merken beim Sehen, Scheitern kann man eben nur unter zwei Bedingungen lernen. Entweder, dass man es selbst reflektiert, selbst erlebt, oder, und das sehen wir natürlich hier auch an diesen Filmen, dass die Menschen aus Ländern kommen, wo die Probleme für das Alltagsleben so groß sind, dass das Scheitern ein Teil des Konzepts ist, dort zu sein. Ich nenne jetzt zum Beispiel einfach mal Israel. Also wenn man, ich war oft in Israel, und wenn man Filme aus Israel sieht, dann ist es einfach so, dass man spürt, dass da die Not der Menschen und die Gefahr um Leib und Leben so groß ist, dass es eine Not ist, einen Film draus zu machen. Ein richtiger Trieb, ein Drang. Und diesen Drang, sorry for being so long, diesen Drang, den verspüren wir eben nur, oder verspürte ich nur in sehr wenigen Filmen. Was ich sehr gerne jetzt noch machen würde, bevor ich zum Schluss noch was sage, ich würde Ihnen sehr gerne einen kleinen Teil aus dem ersten Feature-Film zeigen, den ich gemacht habe, weil der so eine interessante Parallelität zu diesem ersten Film aufweist. Und das ist nur interessant, weil man in dem ersten Film spürt, wie unbeholfen alles ist. Ja? Also die Meinung von mir darüber, dass das irgendwie gelungen sei, war natürlich nicht richtig. Trotzdem gibt es Dinge, die ich dann 3 Jahre später einfach ganz anders aufnehmen konnte oder sehen konnte. Und es ist für mich im Augenblick so, deswegen auch diese Vorrede mit diesem Präsidentensein oder Masterclass oder so. Ich finde die Filme, die ich bisher gemacht habe, einfach nur zur Hälfte gelungen. Allenfalls zur Hälfte gelungen.